Ja, hi Leute, ich bin sie, der WWE-Sammler 14, und heute zeige ich euch mal meine PlayStation 3 Spielesammlung. Und ich beginne gleich mal, es geht von 0 bis 18-jährigen Spielen. So, und ich fange gleich mal an. Dann haben wir Gran Turismo 5, FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2010, FIFA 12, FIFA 11, Pro Evolution Soccer 2012, Pure Football, FIFA Street 3, SingStar, SingStar Après-Ski Party 2, SingStar Made in Germany, Tony Hawk Ride, iPad, AC/DC Rock Band und Hannah Montana der Film. Das Spiel habe ich mir mal für 5 Euro beim Mediamarkt geholt. Also, dass ich die Trophäen bekomme, für 5 Euro war es es wert. Ja, dann Little Big Planet 2, Little Big Planet 1, Need for Speed Shift 2 Unleashed und Bakugan Battle Crawlers. Dann kommen wir zu den 12-jährigen Games. Haben wir hier alle. Da hätten wir Star Wars Force Unleashed, Limited Edition Need for Speed Hot Pursuit, Split Second Velocity, Skate 3, Bakugan Beschützer des Kerns, Ratchet & Clank Tools of Destruction, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2, Prince of Persia Die vergessene Zeit, Need for Speed Undercover, Final Fantasy 13, WWE Legends of WrestleMania, Midnight Club Los Angeles. Dann kommen wir zu den 16er. Das sind hier alle Games. 16er. So, dann hier eins von den neuesten, Batman Arkham City GameStop Exclusive Edition mit dieser Hülle da. Dann SmackDown Vs. Raw 2010, Tekken 6, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed 2, MotorStorm Apocalypse, Dangerous Hunt 2011, Two Worlds 2, Infamous 2 Limited Edition, Million Dollar Pack Edition, WWE All Stars, dann TNA Impact, Bad Company Battlefield 1, Brink, SmackDown Vs. Raw 2011, SmackDown Vs. Raw 2009, Alpha Protocol, SmackDown Vs. Raw 2008, Mirror's Edge, Bloodstone 007, LA Noire, Uncharted 2. Dann kommen wir jetzt zu den 18ern, zum ersten Teil der 18er. Da hätten wir Deus Ex Human Evolution, Red Dead Redemption, Saw 2 Flesh and Blood, Crisis 2 Limited Edition, Dead Space 2, Fist of the North Star, Call of Duty Black Ops, Battlefield Bad Company 2, GTA 4, da habe ich die Erweiterung auch noch, habe ich aber einen Freund ausgeliehen, genau wie Hunted. Habe ich auch einen Freund ausgeliehen, also die beiden müsst ihr euch auch noch vorstellen, habe ich auch noch. Just Cause 2, Kane und Lynch Dog Days 2, Dead Man, Kane und Lynch 1er, Call of Juarez, The Cartel, Fallout New Vegas, 4-3 in der Uncut-Version, Fear 2, Mafia 2, God of War und Sniper Ghost Warrior. Dann weiter mit den nächsten. So, das sind hier die Erweiterung von Red Dead Redemption Undead Nightmare, Killzone 3, Dragon Age 2, Yakuza 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Resident Evil 5, Medal of Honor Limited Edition, Rage, Darksiders, Fear 3 in der Cut-Version, Steelbook Edition, Mortal Kombat in Deutschland nicht erschienen, dann Duke Nukem Forever, Homefront, COD 5 World at War, Call of Duty 4 Modern Warfare 1, Dead Island, auch in Deutschland nicht erschienen, verboten, Dragon Age Origins, Yakuza 4. Und das neueste 18, das ich mir heute geholt habe, heute erst frisch geholt, Battlefield 3 Limited Edition, 100% Uncut. Das ist ein hammergeiles Spiel.
Also solltet ihr euch auch unbedingt holen, wenn ihr auf Shooter steht. Das wird echt ein heißes Rennen zwischen Call of Duty Modern Warfare 3 und diesem Game. Also bis jetzt sieht das hier als Favorit aus, weil die Grafik einfach Hammer ist. Okay, das war's dann auf jeden Fall von meinen Spielen. Und ich sage dann tschüss, bis dann. Und ich werde auf jeden Fall nicht weiter, also irgendwie sowas mit PlayStation jetzt machen. Also denkt nicht auf weitere Videos. Wollte euch nur mal meine Spiele, die ich so hab, zeigen. Okay, das war's von mir und ich sag tschüss, bis dann. Und wenn es euch gefallen hat, abonnieren, Daumen hoch oder irgendwas, eure Entscheidung. Okay, das war's und ich sage tschüss, bis dann.